Ja, hallo Freunde, hier ist der Luke. Ich hoffe, euch geht's gut. Mit Update 2.1, was nicht vor allzu langer Zeit erschienen ist für Battlefield 2042, kam ja eine neue Sniper mit ins Spiel. Die GOL Sniper Magnum. Die Veteranen aus der Battlefield-Reihe werden die noch kennen aus Bad Company 2. Das ist keine komplett neue Waffe, die wurde rüber importiert aus Portal und sozusagen einfach nur eingefügt in All Out Warfare in 2042. Und in diesem Video werden wir uns mal angucken, warum das für mich die beste Sniper im ganzen Game ist. Aber erstmal, wer sie noch nicht freigespielt haben sollte, aus irgendeinem Grund, man muss 60 Kills machen mit der SWS 10 oder der bereits erwähnten GOL Sniper, das dann logischerweise nur in Portal geht, und man muss 100 Gegner spotten mit dem Soflam. Das geht natürlich am schnellsten in einer Runde Durchbruch gegen Bots. Wer das nicht exploiten will, auch im normalen Gameplay geht das relativ schnell. Das ist auf jeden Fall der Weg, um sie freizuspielen. Wenn man sie dann freigespielt hat und sie sich zum ersten Mal im Menü anschaut, kommt erstmal so ein bisschen die Ernüchterung. Alle Attachments, die es gibt, sind schon freigespielt. Das heißt, es gibt keinen Grind, nicht mal einen kleinen. Alles, was man für diese Waffe an Anbauteilen benutzen kann, ist schon vorhanden. Und das ist auf den ersten Blick auch nicht viel. Wir haben einen Vierfachscope, einen Sechsfachscope, einen Zwölffachscope und einen Biport, mit dem die Waffe logischerweise stabiler wird, wenn man sie aufsetzt oder liegt. Meiner Meinung nach braucht man allerdings diesen Biport eigentlich gar nicht oder eher selten. Aber der Waffe tut's auch nicht weh, wenn man ihn einfach dran lässt. Zumindest laut Menü gibt's da keinen negativen Effekt, außer dass man halt unbeweglich ist, wenn der in Benutzung ist, logischerweise. Für mich funktioniert diese Waffe aber eh am besten, wenn man unterwegs ist, wenn man aggressiv sniped, wenn man eben nicht den Biport benutzt. Dafür gibt es andere Waffen im Spiel, die dafür sehr viel mehr geeignet sind, für stationäre Sniper, die auch mal gerne ein bisschen weiter weg sind vom Geschehen. Warum ist die GOL Sniper Magnum denn jetzt die beste Sniper im ganzen Spiel? Erstmal muss man das ein bisschen eingrenzen. Sie ist die beste Wahl für Spieler, die eben nicht irgendwo im Hintergrund rumsnipen oder in guter alter Battlefield 4 Manier irgendwo auf dem Berg liegen und warten, bis einer ins Scope läuft. Das ist die richtige Sniper für aggressive Sniper, die ein bisschen mitpushen, die ein bisschen vorne mit dabei sind, wo die Action abgeht, aller. Sozusagen direkt hinter der Frontlinie. Um das mal vorweg runterzubrechen, die Waffe ist einfach schnell. Sie ist einfach schneller als alle anderen Sniper. In meinem letzten Video über genau das Update 2.1 von Battlefield 2042, was jetzt oben in der Infobox erscheint, habe ich schon mal diesen Vergleich hier gebracht mit den Scopes. Da ging es darum, dass die neue Sniper mit dem 6-fach-Scope einfach schneller reinzoomt als alle anderen Sniper vorher. Auch mit einem 6-fach-Scope versehen natürlich. Ihr seid einfach fixer im Scope drin und könnt viel schneller schießen als mit den anderen Sniper. Apropos Scopes, was mich ein bisschen überrascht hat bei der Waffe, egal welches Scope ihr drauf habt, ob jetzt das 4-fach, 6-fach oder 12-fach, die Zeit, in der man reinzoomt, ist bei den verschiedenen Scopes gar nicht so unterschiedlich. Man sollte ja meinen, dass vielleicht so ein 12-fach-Scope sehr viel länger braucht als ein 4-fach-Scope zum Reinzoomen. Oft ist das so. Allerdings sind die Unterschiede bei der GOL-Sniper relativ klein, wie ihr hier seht. Die Zeiten zum Reinzoomen unterscheiden sich kaum voneinander. Ein bisschen länger dauert es schon mit den anderen Scopes im Vergleich zum 4-fach, aber mich hat es ein bisschen überrascht, dass es im Endeffekt eigentlich kaum merkbar ist. Wenn es um Geschwindigkeit und um aggressives Snipen geht, müssen wir uns natürlich auch die Kadenz angucken, also wie schnell so ein Gewehr hintereinander schießen kann. Auch dazu habe ich natürlich einen kleinen Test vorbereitet. Um genau zu sein, gucken wir uns hier an, wie lange man mit den verschiedenen Snipern für 5 Schuss braucht. Anders wie in anderen Battlefield-Teilen müssen wir ja nicht zum Nachladen rauszoomen, was die meisten aus Gewohnheit trotzdem machen. Aber ich habe hier einfach die linke Maustaste durchgespammt und mal geguckt, wie schnell man mit den einzelnen Waffen schießen kann. Und wir merken sofort, die GOL schießt auf jeden Fall am schnellsten von allen. Dahinter die SWS 10, auch noch relativ schnell. Die DXR ist da ganz abgeschlagen, die braucht einfach sehr viel länger. Einziger Vorteil von den anderen Waffen ist, dass man da durch die Attachments, durch die verschiedenen Magazine mehr Munition in einen Magazin packen kann. Die GOL hat halt einfach 5 Schuss bzw. 6, wenn man nach dem Laden nochmal durchlädt, sodass man eine Kugel im Lauf hat. Wobei sie aber auch schneller nachlädt, wenn das Magazin leer ist, als alle anderen Sniper. Man merkt also ganz klar, die Sniper ist einfach auf Geschwindigkeit ausgelegt. Damit sollt ihr reinpushen, damit sollt ihr schnell spielen, damit sollt ihr schnell schießen und logischerweise schnell töten. Jetzt habe ich so viel Positives über die Waffe losgelassen, aber gibt es denn auch Negatives? Und natürlich gibt es auch Negatives, weil irgendwie muss man ja so Waffen auch balancen. Das heißt, irgendwo muss sie auch schlecht sein. Und wenn sie im aggressiven Sniper-Gameplay gut ist, dann ist sie natürlich im Long-Range-Snipen schlecht. Und auch hier können wir einen kleinen Test machen. Da habe ich mir nämlich mal den Bullet Drop angeguckt. Von den einzelnen Waffen und auch verschiedenen Konfigurationen, was die SWS und die DXR angeht. Mit der GOL können wir ja dann nichts anderes machen. Die ist so, wie sie ist, was Munition und Läufe angeht. So, wir stehen 350 Meter weit weg von der Wand. Das Scope wird ausgerichtet. Und Schuss. So, jetzt sehen wir anhand von dem Einschlagsloch natürlich, wie weit die Kugel runtergegangen ist. Ihr seht, 6er Scope. Ja gut, das Zweibein ist auch noch mit dabei, aber wie gesagt, das macht nicht viel. Dann holen wir uns mal andere Waffen ran. Oh, das ging ja schnell. Als erstes testen wir mal die
SWS-10. So schön ausrichten, dass das auch immer der gleiche Abstand ist zur Wand. Normaler Lauf, 6er Scope zum Vergleich und die normalen Bullets wohlgemerkt erstmal. Gleiches Prozedere wie eben. Ihr seht, das Einschlagloch ist noch da. Schuss! Und mit dieser Konfiguration ist der Bullet Drop sogar ein bisschen größer. So, dann einmal schnell umgemodelt. Die High Power Bullets rein in die SWS-10. Wie schon gesagt, was für eine Munition in der GOL ist, wissen wir nicht. Schuss! Und da sehen wir schon, der Bullet Drop ist definitiv weniger, diesmal sogar ein bisschen geringer als bei der GOL. Dann packen wir noch den längeren Lauf mit drauf. Das wäre jetzt also die Long Range Variante von der SWS-10. Schuss! Und wie es nicht anders zu erwarten war, der Bullet Drop ist noch geringer geworden. Und jetzt schon tatsächlich deutlich geringer als bei der GOL. Probieren wir noch die andere Sniper, die vermeintliche Long Range Sniper, die DXR. Auch hier erstmal normaler Lauf, 6er Scope zur Vergleichbarkeit und die normale Munition. Schuss! Wir sehen schon, warum das wohl die Long Range Sniper ist. Der Bullet Drop ist jetzt schon in der Standardvariante zwischen dem Bullet Drop von der SWS mit High Power Bullets und High Power Bullets und längerem Lauf. Die High Power Bullets kommen jetzt auch in die DXR. Schuss! Hier keine Überraschung. Wie schon zu erwarten, wird der Bullet Drop halt einfach nur noch geringer. Und auch wenn wir jetzt noch den verlängerten Lauf zusätzlich draufpacken, Schuss! Ergibt das auch keine Überraschung. Er wird logischerweise noch weniger. Schauen wir uns das Ganze nochmal aus der Nähe an. Von rechts nach links. Die GOL liegt im Bullet Drop so zwischen SWS mit normaler Munition und normalem Lauf und SWS mit High Power Bullets. Dann in Gelb die SWS-10 mit High Power Bullets und langem Lauf. Dann in Blau kommt die DXR. Als erstes in Standardausführung liegt dann im Bullet Drop so zwischen SWS mit High Power Bullets und High Power Bullets und langem Lauf. Die DXR mit High Power Bullets ist auf demselben Niveau wie die SWS-10 mit langem Lauf und High Power Bullets. Und die DXR mit High Power Bullets und langem Lauf hat dann am wenigsten Bullet Drop. Das ist jetzt auch nicht besonders viel Bullet Drop. Man muss sich jetzt dazu denken, dass der Bullet Drop ja exponentiell größer wird, je weiter man weg ist. Aber ich denke, man kann erahnen, was gemeint ist. Man sieht also bei diesem Test ganz klar, wofür die einzelnen Sniper gemacht sind, beziehungsweise die Munitionsarten und die Läufe. Die DXR hat einfach den geringsten Bullet Drop, wenn man die High Power Munition und den langen Lauf equipped. Und ist damit halt am besten geeignet für Long Range. Dafür schießt sie aber am langsamsten, also hat die geringste Kadenz, plus zoomt auch am langsamsten rein. Also die Zeit, bis man im Scope ist, ist am längsten. Die GOL schneidet in diesem Test nicht so gut ab, aber wie gesagt, irgendwie muss man das Ganze ja balancen und das haben sie halt so gemacht. Ganz interessant ist aber, dass man bei der SWS-10 sieht, dass sie, je nachdem wie man sie baut, durchaus auch für nähere Distanzen geeignet ist. Vielleicht nicht ganz so krass wie die GOL, aber durchaus passabel. Und wenn man dann die High-Power-Bullets plus den langen Lauf equipped, ist sie auch durchaus gut für größere Distanzen geeignet. Also sie schwimmt irgendwo so im Mittelfeld, aber ist eigentlich am universellsten einsetzbar, weil man sie auch schnell umbauen kann. Zu der Kugelgeschwindigkeit hat man leider keine Daten, zumindest noch nicht. Aber das wird ähnlich sein. Die DXR mit den High-Power-Bullets wird definitiv die höchste Kugelgeschwindigkeit haben. Das merkt man halt daran, wie wenig man nur vorhalten muss. Danach die SWR mit den High-Power-Bullets. Und das ist auch ein weiteres Manko von der GOL. Man muss definitiv auf ein bisschen weitere Distanzen darauf achten, dass man weiter vorhält. Nun geht es beim Snipen aber nicht unbedingt immer nur um Stats, sondern auch darum, wie wohl man sich mit dem Gewehr fühlt, wie gut man mit der jeweiligen Knarre klarkommt und wie schnell man sich gewöhnen kann an eben genau dieses Vorhalten und auch Hochhalten auf weitere Distanzen. Da hat jeder so ein bisschen seine Präferenzen und ich muss sagen, bei mir hat die GOL Sniper Magnum halt direkt gezündet. Man muss sich ein bisschen darauf einstellen, dass man ein bisschen weiter vorhalten muss bei beweglichen Zielen als bei den anderen Snipern, aber was das Hochhalten angeht, auf weitere Entfernung hat das bei mir direkt funktioniert. Das passt einfach genau in mein Sniper-Schema, so wie ich das irgendwie gewohnt bin von anderen Spielen und vom Gefühl her. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein großer Teil davon, wie gut man mit einer Sniper klarkommt. Und da kann die Kugelgeschwindigkeit auch gerne ein bisschen geringer sein. Das macht dann ab dem Moment nicht mehr so viel aus, ab dem man sich daran gewöhnt hat, wie weit man vorhalten muss. Das ist halt einfach Gewöhnungssache. Und wenn man eine Sniper gerne mag und die oft viel spielt, dann gewöhnt man sich da auch relativ schnell dran und findet es dann wieder andersrum seltsam, wenn man auf einmal nicht mehr so weit vorhalten muss bei gewissen Distanzen. Beim Gameplay mit der GOL habe ich auch gemerkt, dass ich tatsächlich relativ häufig das Scope wechsle, was ich eigentlich bei Snipern eher nicht mache. Aber dadurch, dass sie in der nahen Mitteldistanz auch so stark ist, lohnt es sich definitiv auch mal das 4er Scope drauf zu machen. Oder umgekehrt, wenn man mal auf längere Distanzen snipen muss, auch das 12er mal drauf zu packen. Wie gesagt, das mache ich eigentlich relativ selten beim Snipen, weil man sich irgendwie an ein Scope gewöhnt und dann funktioniert das am besten. Aber bei der hat es irgendwie besonders gut geklappt. Keine Ahnung warum.
Habt ihr schon Erfahrung mit der Sniper? Müsst ihr sie noch freispielen? Freut ihr euch schon drauf? Findet ihr sie total scheiße? Wie ist eure Meinung dazu? Haut das auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Überblick über diese Sniper gefallen. Bringt dies mit einem Like zum Ausdruck. Schreibt, wie gesagt, was in die Kommentare. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt. Und unterstützt mich in meinem Tun, wenn ihr Bock habt. Und wenn das so ist, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video oder in einem von meinen Streams. Happy Sniping! Tschüss!